Moinsens und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von Breakfast. Und ich kassiere gerade und ich weiß nicht von wem. Aber so, wir zocken heute auf der Map, weiß nicht wie sie heißt, und irgendwie mal random. Kein Plan. So, und professionell wie ich bin, habe ich mir natürlich wieder ein Thema festgelegt. Und zwar würde ich gerne mit euch reden, was macht ihr denn so für Sportarten? Weil, da komme ich gerade darauf, ich habe morgen Landesmeisterschaften in der Leichtathletik. Und meine Sachen, die ich zumindest da machen werde, sind Sprint, Weitsprung und 200. Aber ich bin eigentlich eher so der Weitspringer. Und da bin ich einfach mal gespannt. Ich weiß, jetzt wird von vielen kommen, dass sie Fußball spielen. Aber ich interessiere einfach mal, spielt ihr noch was anderes? Gibt es hier Handballer unter uns? Gibt es hier auch einen Leichtathlet? Da gibt es hier nur wieder diese Standardscheiße, wie ich das gerade mitgekriegt habe. Nee, ich antworte jetzt nicht. Jetzt muss ich mich mal ganz kurz konzentrieren. Au. Aua. Au. 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 Alter, die haben ja voll wehgetan. Assis. Ich bin Pazifist. Ich laufe mit der friedlichen Nahkampfwaffe rum. Ja, was machen die? Na komm, nee, den kill ich mal. Wenn ich die mal treffen würde. Meine überirdischen Nahkampfskills. Und falls gerade irgendwie etwas schreien sollte oder ihr mich viel zu laut versteht, ja, das liegt daran. Ich habe mir gerade, also wer das Spiel kennt, ja, Let's Beat Osu. Könnt ihr mal eingeben. Osu ist das erste Spiel, was mein Handgelenk tatsächlich komplett gefickt hat. Ich musste das Spiel ausmachen, weil ich einfach nicht mehr konnte. Das Spiel hat mein Handgelenk einfach vergewaltigt. Wer es nicht kennt, ich werde mal einen Link reinsetzen in das Video, damit ihr mal versteht, was ich meine. Von der Musik her, warum ich die so geil finde. Und zum zweiten, warum das Spiel mein Handgelenk gefickt hat. Das muss man einfach mal gezockt haben. So, und jedenfalls, in diesem Spiel, das habe ich mir jetzt gerade so wirklich so in 5-10-facher Lautstärke oder so gegeben, was ich sonst irgendwie alles anhöre. Und ja, deswegen dürfte ich jetzt mit dem halben Hörschutz rumrennen und bald wie mein Vater enden. Wie ein Zauber, nichts mehr verstehend. Oh, wieso trollen die mich denn alle? Spacken, ey. So, und ich weiß, jetzt kam mir jetzt in letzter Zeit etwas viele 2-2s, darüber wollte ich gerne mit euch reden. Haut mal bitte unter dieses Video, ob ihr noch weiter 2-2s ertragen könnt oder ob wieder so Zombie-Runden oder so kommen sollen. Weil es wurde ja, wie gesagt, zwar mit einer überragenden Mehrheit bestimmt, dass 2-2s kommen können. Quasi jeder hatte als Zweitwunsch oder als Erstwunsch, dass ich mal wieder 2-2s machen sollte mit einem Holy. Habt ihr bekommen. Ich hatte jetzt auch gerade die Frage gehabt zum 3-3, ich habe aber abgelehnt, weil ich einfach mal wieder was anderes machen wollte. Immer wieder so random Runde, mal wieder alleine. Also es ist einfach so, ich mache die Videos immer so, wie ich Spaß drauf habe. Und wenn ich halt einfach mal keinen Bock auf so ein Video habe, so zum Beispiel wie jetzt auf ein Holy mit einem 3-3, dann müsste ich mich halt konzentrieren, weil es im 3-3 halt spannend wird. Und ich bin halt einfach fertig, wir haben heute Chemieklassenarbeit geschrieben, für die ich gestern übel gepaukt habe mit meinem Bro. Markus, an dieser Stelle groß an dich, du bist dumm wie ein Stück Brot. Jedenfalls haben wir erstmal das Falsche gepaukt und ich muss mir halt heute erstmal die Hälfte zusammenreiben, so etwa. Nein! Naja, jedenfalls hätte besser laufen können. Chemie ist ja, wie gesagt, ja mein absolutes Hassfach. Wie gesagt. Also schreibt mir übrigens noch ein, was euer Hassfach ist. Weil, wie gesagt, bei mir sind Chemie und Physik was, aber weil ich sagen muss, Chemie liegt am Fach und Physik an der Lehrerin. Ist einfach so, weil... Ja, Chemie ist einfach so das Problem. Chemie verstehe ich nicht. Das gebe ich offen zu. Ich bin in Chemie einfach zu blöde. So das Ausgleich von den Reaktionsgleichungen und alles, das verstehe ich einfach nicht. Das geht nicht bei mir in den Kopf rein. Es geht einfach nicht. Aber das Zweite, was halt bei mir das Problem ist, ist halt Physik. Und in Physik liegt es einfach an der Lehre. Ich hatte letztes Jahr in Physik eine gute 3. Also ich war wirklich auf dem Weg zu einer 2. Also kurz vor 2 plus, was habe ich dieses Jahr? Ich stehe halt auf 5-0 oder sowas. Ja, GG und ich wurde auch noch gekickt. Na gut, das war meine Sorge. Wir sehen uns ja gleich beim nächsten Mal wieder. Bis dann, haut rein. Ciao.